Weiß nicht, geliebte Geschwister, es ist natürlich ein sehr besonderer Sonntag, den wir heute miteinander erleben. Erstens mal, weil der Bezirksapostel in den Ruhestand tritt und ein neuer Bezirksapostel ordiniert wird. Was die Vergangenheit anbelangt, so loben wir Gott und danken seinem Knecht. Und was die Zukunft betrifft, was sagen wir da? Da sagen wir einfach, wir vertrauen Gott und werden weiter arbeiten und vorwärts gehen mit dem neuen Bezirksapostel. So einfach ist das, Geschwister. Wenn ich heute so am Ende der aktiven Dienstzeit zurückschaue, dann kann ich einfach nur sagen, das hat sich voll und ganz bewahrheitet. Das Wort Gottes hat mein Leben und meine Arbeit strukturiert. Das war immer ein Licht auf meinem Weg. Das war immer eine Handlungsanleitung. Und ich bin sehr sicher, es führt uns an das Ziel des Glaubens. Wer an, im und unter dem Wort Gottes bleibt, wird das Ziel erreichen. Und zu guter Letzt, ich danke euch sehr für eure Zusammenarbeit. Ich danke euch, dass ihr auch mit dem zukünftigen Bezirksapostel vertrauensvoll zusammenarbeiten werdet. Ich habe euch immer mit aller Freude gedient und ich habe immer als eine Ehre empfunden, Gott zu dienen, ein Werkzeug zu sein, in seiner Hand zu sein. Und zu guter Letzt, lasst uns gemeinsam ihm die Ehre geben. Amen. Amen. Mit 34 wurde er Apostel. 31 Jahre lang hat er in diesem Apostelamt gewirkt, davon mehr als acht Jahre als Bezirksapostel. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie kann man den Bezirksapostel beschreiben? Das Erste, das mir so auf den Sinn und ins Herz gefallen ist, ist, es war der Gesandte des Herrn. Du wusstest, ich bin vom Herrn gesandt. Der Herr wird's machen. Ich komme nicht von mir aus, der Herr hat mich gesandt. Und weil du dieses Sendungsbewusstsein hattest, bist du auch überall hingegangen, wo dich der Herr hingeschickt hat. In vollem Gottvertrauen. Ich weiß nicht, was geschehen wird, aber der Herr wird helfen. Und weil du dieses starke Gottvertrauen immer hattest, hast du auch Gott erlebt in wunderbarer Weise. Aber sendungsbewusst hieß auch, du wusstest genau, ich bin's nicht. Ich bin nur der Gesandte. Er wird's machen. Und das hast du in aller Demut gemacht. In der Demut dessen, der weiß, ich komme im Namen des Herrn. Ich muss kämpfen, aber der Sieg kommt vom Herrn. Und dann natürlich das Zweite, da wirst ein wahrer Eifer für den Herrn. Mensch, hat der Mann Energie. Und dieser Eifer, dann hat man gemerkt, in der Mission, in der Motivation, in der Energie, du warst ja nie müde, das war einfach unmöglich, hat immer weitergemacht. Jeden Morgen mindestens eine neue Idee, jede zwei Wochen mindestens ein neues Projekt. Voller Energie, einfach, du hast immer gebrannt vom Eifer des Herrn. Und was war deine Triebfeder? Die Liebe zu Gott. Nichts war gut genug, nichts war groß genug für deinen Herrn und Meister. Man musste immer mehr machen, weil der Herr noch mehr wert ist. Man musste immer besser machen, weil es für den Herrn nie gut genug war. Es ging da nicht um Menschen, es ging um Jesus Christus. Es ging um den himmlischen Vater. Das war deine Triebfeder, die Liebe zu Gott und zum Herrn Jesus. Und deshalb warst du so eifrig, dein Eifer kam. Es war ein gesunder Eifer. Er kam aus der Liebe zu Gott. Und der dritte Aspekt, wenn ich das kurz fassen soll, ist der Seelsorger. Der Gesandte Gottes, der Eiferer für Gott und der Seelsorger. Das ist eine andere Facette deiner Persönlichkeit. Vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so immer so bewusst, aber du bist ein wahrer Seelsorger. Das habe ich mehrmals erfahren, dann sogar miterleben können. Du warst den Geschwistern sehr, sehr nah.
Es hat mich immer tief berührt, wenn ich gesehen habe, wie du reagierst, wenn du etwas erfährst, wo irgendwo Leid eingetroffen ist, wo irgendjemand krank ist. Da war der große Armin immer tief berührt. Und das hat mich immer was Besonderes bei mir ausgelöst. Ein wahrer Seelsorger, der mit den Geschwistern gekämpft hat und der für sie gekämpft hat. Da warst du auch immer eine Bereicherung für die Bezirksapostelversammlung durch deine Kompetenz, deine Intelligenz, muss man ganz schlicht und einfach sagen, deine große Erfahrung, deinen Mut, deine Ideen, warst du wirklich eine tolle, tolle Bereicherung für die Bezirksapostelversammlung. Du hast auch für die globale Kirche viel, viel Segen bewirkt durch dein Wirken und durch dein Helfen. Dabei vergesse ich natürlich nicht, weil das einfach unmöglich ist, deine Frau, unsere Brigitte und deine Kinder und deine Familie. Denn die Opfer, die sie bringen, gebracht haben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man hat ausgerechnet 400 Überseereisen, das bedeutet was. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, als die Kinder noch klein waren, es waren schon große, große Opfer und dafür danken wir. Deiner Gattin, deiner Familie. Mein lieber Bezirksapostel, so leid es mir tut, aber hiermit entbinde ich dich von deinen Aufgaben und Auftrag als Apostel, als Bezirksapostel im aktiven Stand und versetze dich in den wohlverdienten Ruhestand. Aber natürlich, deine Glaubenskraft und dein Gottvertrauen, deine Gebetskraft und deine Liebe, die lasse ich dir, weil wir die noch brauchen. Du kannst weiterhin helfen, du kannst weiterhin Gott dienen, ich weiß, das wirst du auch machen. Wir wünschen dir in der Zukunft viel Freude und viel, viel Friede. Und du mögest immer wieder spüren, meine Brüder, meine Geschwister lieben mich und erfahren, Gott hat mich wahrhaftig lieb. Von ganzem, ganzem Herzen Dank. Danke, Armin. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bitte.